Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Mario Konasek, der Verteidigungsminister, über die Zukunft vom Heer für mehr Sicherheit in Österreich. Ja, bei uns zu Gast heute Abend der Verteidigungsminister. Super Mario wird er in der Steiermark genannt. Waren starke erste 100 Tage für Mario Konasek in der Wiener Rosauer-Kaserne, wo sein Ministerium sozusagen angesiedelt ist. Und jetzt geht es in die zweiten 100 Tage und die werden dramatisch werden. Denn da müssen Sie ja die Entscheidung für den Eurofighter treffen, mehr oder weniger. Seht ihr das richtig? Ja, unter anderem. Aber es waren sehr gute 100 erste Tage, wo ich sagen muss, dass wir mit dem Eurofighter begonnen haben, weil es ein dringliches Thema ist. Aber hier die Kommission jetzt bis Ende Juni Zeit hat, uns Ergebnisse vorzuschlagen. Ende Juni. Ja. Um dann auch für uns eine ordentliche Grundlage der Entscheidungsfindung zu haben. Dann wird es aber schon langsam Zeit, würde ich sagen. Dann wird es Zeit, aber ja, deshalb war es auch gleich zu Beginn notwendig, diesen Schritt zu setzen. Das heißt, Sie haben eine neue Kommission einberufen, die jetzt noch einmal evaluiert, sollen wir in Zukunft auf die Eurofighter verzichten oder machen wir doch mit den Eurofightern weiter? Genau, es geht um die Luftraumüberwachung. Insgesamt bleiben wir bei dem jetzigen System oder machen wir was anderes. Aber wichtig ist auch natürlich, dass die Saab 105 ausläuft. Mit 2020 ist da Ende. Das heißt, wir brauchen hier sowieso Lösungen und deshalb auch der Zeitdruck, damit es hier nicht zu Lücken kommt. Spätestens dann 2020 muss der neue Flieger oder der alte ein Flottensystem oder zwei Flottensystem dann in der Luft sein. Jetzt muss man dazu sagen, das Spannende ist, Sie sind da völlig neutral. Ich bin da völlig neutral, ja. Alles andere wäre also auch... Also Ihr Vorgänger war ja doch ein deklarierter Eurofighter-Gegner, würde ich einmal sagen, vorsichtig formuliert. Na, schauen Sie, ich glaube, Sie sind da zurückhaltend. Es ist notwendig, dass man sich das mit ruhiger Hand ansieht. Da geht es um sehr viel Geld, da geht es um die Sicherheit Österreichs und da macht man keine Schnellschüsse. Und meine Verantwortung ist es erst auch, die richtige Entscheidung dann zu treffen. Und diese Zeit nehme ich mir, auch im Sinne des Steuerzahlers. Ich sage, es muss besser werden, aber es muss günstiger werden. Und dazu braucht es Gespräche mit allen. Ihr Vorgänger hat ja gesagt, er wird der Republik einige 100 Millionen Euro ersparen, indem er aus diesem Eurofighter-Vertrag aussteigt. Haben Sie sich das schon kundig machen können? Kriegen wir die paar 100 Millionen von Ihnen oder ist das nicht so einfach? Mein Vorgänger hat es gesagt, aber nicht getan. Also, ja. Und das wissen wir auch, inzwischen ist wieder Zeit vergangen. Ja. Aber na, selbstverständlich, dort, wo der Republik Schaden entstanden sein könnte, darum gibt es ja auch Klagen, dort bleiben wir auf unserem Standpunkt klar, im Sinne der Steuerzahler hier auch diesen Schaden wieder einzufordern, hier Eurofighter und Airbus in die Pflicht zu nehmen. Das bleibt ja unverändert gleich, aber die Frage der Luftraumüberwachung ist eine größere und da gilt es, die richtige Entscheidung zu treffen. Also die erste Frage ist einmal, die Klage gegen Eurofighter und Airbus, die bleibt? Die bleibt aufrecht, die Finanzprokuratur ist hier am Ball, das ist selbstverständlich klar. Wenn hier Österreich Schaden erlitten hat, man spricht ja von 100 Millionen bis zu einer Milliarde, dann selbstverständlich wird das dann eingefordert und ich habe immer auch gesagt, Airbus wird wissen, wie sie mit diesen Themen umgeht. Wenn sie ein Partner werden wollen, dann müssen sie aber auch Schaden oder möglichen Schaden, der jetzt dann auch natürlich gerichtlich zu behandeln ist, entsprechend auch reparieren. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist da so viel, zu viel gezahlt worden? War da Korruption im Spiel? Das kann ich nicht beurteilen. Da gibt es andere dazu, da gibt es Juristen. Ich kann eins sagen, Herr Fellner, und das deckt sich auch mit der Wahrnehmung vieler Österreicher wahrscheinlich auch. Irgendwo hat man dann schon einmal das Gefühl, dass man das Wort Eurofighter nicht mehr hören kann. Ja? Das gibt es, aber das gilt es nicht für mich zu beurteilen. Für mich ist die Beurteilung eine ganz klare Sicherheit für Österreich, Neutralität, damit auch Souveränität im Luftraum. Alles andere müssen dann die Gerichte entscheiden. Also der erste Punkt ist, die Klage bleibt, weil da ja viel verwischt worden ist. Der zweite Punkt ist, ob wir mit Eurofighter weiterfliegen. Das werden Sie im Sommer mit, wie Sie betonen, ruhiger Hand und ruhiger Überlegung entscheiden. Und im Herbst wissen wir das dann. Genau, es gibt über 50 Berechnungsmodelle. Entweder eine Aufrüstung der bestehenden Eurofighter-Flotte oder ein Wechsel zu Saab, richtig? Herr Fellner, Sie sind ein Experte. Naja, ich meine, Sie sind der Experte. Saab, also ja? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja? Es gibt über 50 Varianten, die durchgerechnet werden. Aber das sind die zwei großen. Ne? Wichtig ist mir, dass wir einmal eine Entscheidungsgrundlage haben. Wir alle sind nicht die Luftfahrtexperten schlechthin, auch der Verteidigungsminister nicht. Für das gibt es besser ausgebildete Menschen auch bei uns im Haus. Deshalb die Kommission mit Experten, mit Begleitung auch anderer Ministerien, Infrastrukturministerium, Finanzministerium, Finanzprokuratur,
auch die Erfahrungswerte des Rechnungshofs, die mit einfließen, um hier eine saubere, transparente Lösung zu haben. Jetzt haben Sie die ersten 114 Tage als Minister hinter sich. Ne? Da haben alle gesagt, der Steirer Bur wird da in Wien ordentlich rausrutschen. Wenn der da sozusagen ins Ministerium wieder einkommt, der macht drei Schritte und tschack, rutscht am ersten Fettnäpfchen aus. Aber Sie haben die ersten 114 Tage unbeschadet überstanden. Das ist verglichen mit so manchen Amtsvorgänger schon mal eine gewisse Leistung. Und Sie haben eigentlich schon in diesen ersten 100 Tagen gezeigt, dass Sie sozusagen eine Art Herz für die Truppe haben, dass Sie ein Minister der Soldaten werden wollen. Das ist richtig. Also ich bin jetzt in der Bezeichnung Super Mario, ich bin aber kein Wunderwuzi. Wunderwuzi, also ich komme aus der Steiermark. In der Steiermark waren Sie der Super Mario, weil Sie, glaube ich, 20% oder so zugelegt haben bei der letzten Wahl. Es war eine gute Wahl. Ja? Na, aber Spaß beiseite. Wichtig ist natürlich als Verteidigungsminister, dass man sich vor Ort ein Bild macht und auch Wertschätzung gegenüber den Soldaten auftritt. Ich war selbst Unteroffizier 13 Jahre. Ich war im Libanon, ich war im Kosovo, ich war in Bosnien, ich war bei sehr vielen Truppenteilen in Österreich und überall dort, wo ich hinkomme, ist man froh, einen Verteidigungsminister zu haben, der die Sprache versteht. Und diese Sprache verstehe ich und jetzt liegt es an mir natürlich auch, die Rahmenbedingungen so zu schaffen und herzustellen, dass man wieder stolz sein kann, Soldat zu sein. Zu verstehen, die Sprache ist Deutsch, aber? Naja, die Sprache ist ein militärisches Deutsch und mit sehr vielen Abkürzungen gespickt. Also wenn man da nicht schon mal etwas gehört hat davon, dann braucht man eine Zeit. Das heißt, die Soldatensprache, meinen Sie, das ist eine eigene Sprache mit vielen Abkürzungen und mittlerweile auch aufgrund der Internationalität, natürlich auch mit englischen Bezeichnungen. Also und die beherrschen Sie? Das kann ich ganz gut, nachdem ich auch 13 Jahre dort dabei war, kenne ich das. Aber wie gesagt, das ist eine schöne Zeit gewesen. Das heißt, Sie haben den Soldaten spät drauf immer. Positives Feedback, nur noch 13 Jahre. Ja. Durchaus. Gut. Und wenn man Sie fragt, was haben Sie in die ersten 100 Tage gemacht, dann stehen da unter anderem eine Unzahl von Besuchen an der Basis. Nicht? Ich glaube, das waren über 20 Besuche oder noch mehr. Ich glaube, das waren mehr. Mhm. Also das waren nicht nur Besuche, sondern das waren auch sehr erfreuliche Termine. Wir waren erst letzte Woche bei der Militärpolizei, haben neue Sturmgewehre übergeben. Bin auch gerne bei Angelobungen dabei, wo man junge Rekruten auch trifft, da wo eine positive Energie ist. Also man kann schon auch sehr viel auch an Wertschätzung zeigen und um das geht es mir auch. Aber nicht nur das, man sieht auch dort die Wahrheit. Also Briefings sind das eine. Und das andere ist dann vor Ort sich das ansehen und dann zu bewerten. Und die Wahrheit ist, unser Bundesheer ist schon noch ein ziemlicher Sauhaufen, oder? Naja, die Wahrheit ist, dass das Bundesheer Baustelle natürlich auch ist in vielen Bereichen. Da machen wir uns nichts vor. Wir haben jahrelanges Sparen erlebt, Unglaublichkeiten von Treibstoffreduktionen, keine Übungen, keine Nachtübungen mehr. Natürlich damit einhergehend auch Demotivation in der Truppe bei den Rekruten. Und jetzt haben wir erst seit einigen Monaten, vielleicht zwei Jahren, wieder eine Trendumkehr. Was ich dem Vorgänger verdankt, muss man sagen. Das muss man auch der Sicherheitslage irgendwo zuschreiben, selbstverständlich. Auch die Österreicher wollen ein starkes Bundesheer. Wir haben gesehen, das heißt, hätte es die Flüchtlinge nicht gegeben, hätten wir nach wie vor dasselbe Budget. Das ist durchaus möglich. 2015 hat man gesehen, wie schnell es gehen kann und man braucht ein starkes Bundesheer. Und das ist eingetreten und das möchte ich auch nutzen im Sinne der Modernisierung. Wenn Sie das schon ansprechen, Herr Minister, bleibt die Grenzsicherung? Bleiben Ihre Soldaten an der Grenze und wo sind Sie derzeit genau? Ja, wir sind an der Grenze im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark mit Masse eingesetzt. Mit rund 800 eingesetzt. Wir haben aber auch in Wien die Botschaftsbewachungen, wo wir diesen traurigen Vorfall gehabt haben, wo ich auch sagen muss, ohne gute Ausrüstung, ohne gute Ausbildung auch wäre dieser junge Mann heute tot. Aber natürlich selbstverständlich, für uns ist klar, wir bleiben so lange im Einsatz, solange es keinen vernünftigen EU-Außengrenzschutz gibt. Das sind wir Österreich auch schuldig, das wollen auch die Menschen dort in der Grenzregion und ich glaube auch insgesamt alle Österreicher. Also die Grenzsicherung bleibt? Die bleibt. Und zwar noch über das Jahr 2019 hinaus? Solange es notwendig ist, genau. Bis auf Weiteres, also das bis heißt zumindest noch bis ein bis zwei Jahre, haben Sie das im Budget und auch im Plan? Wir haben es im Plan, wir haben es im Budget und das ist das unmittelbar Wichtigste, nämlich auch in Österreich für Sicherheit zu sorgen. Und ich glaube, das wollen die Österreicher auch und das ist sichergestellt. Jetzt kann ich mir an Interviews mit so manchen Vorgängern von Ihnen, das ist ja ein bisschen ein Durchaus gewesen, die Rosauer Kaserne, was die Minister anbelangt, erinnern, da ist eine Reform nach der anderen angekündigt worden, von sozusagen Fremdsprachen über sozusagen bauliche Maßnahmen, die durchgeführt werden etc. Was ist denn jetzt übergeblieben und wann kommt jetzt diese berühmte Heeresreform? Nein, ich glaube, man muss aufpassen, Herr Fellner. Wir haben schon so viele angefangene Reformen erlebt, dass man irgendwann einmal sagen muss, so ist das Bundesheer für die nächsten 15 Jahre aufgestellt. Ja. Wir müssen aber investieren. Wir investieren deshalb auch in die Infrastruktur. Heuer 85 Millionen Euro, nächstes Jahr auch. Wir investieren auch in die Mobilität. Wir haben massivste Schwierigkeiten, nicht erst seit gestern, sondern bereits seit Jahren. Ein Beispiel, 1995 bin ich eingerückt in St. Michael in der Steiermark und schon damals sind wir mit Bussen in den auf die Übungen gefahren. Das heißt, auch schon damals hat es keine Fahrzeuge gegeben, aber leider
Viele meiner Vorgänger haben es auch versäumt und das gehört jetzt Schritt für Schritt auch auf. Ja, also Sie sagen, Infrastruktur muss viel passieren, Kaserne muss viel passieren. Aber diese Reform für die Grundwehrdiener, dass die zum Beispiel Sprachkurse haben, Computerkurse haben, das läuft. Da haben wir auch heuer 30 Millionen Euro wieder dafür investiert. Ja. Aber ich sage auch ganz offen, Herr Fellner, es geht nicht immer nur um das WLAN-Kastel an der Wand, ob das vorhanden ist. Die jungen Menschen möchten zu uns kommen, möchten gute, attraktive Ausbildung erleben, möchten auch gefordert werden, darum kommen sie auch zu uns, und möchten dann nach 6 Monaten sagen, okay, das war in Ordnung, ich habe was gelernt, ich habe was erlebt und einen sinnhaften Dienst auch erlebt. Und ich glaube, um das geht es. Haben wir derzeit eigentlich genug Soldaten? Wir haben genug. Oder fehlt? Nein, wir haben auf alle Fälle genug. Zu viel Soldaten. Aber, nein, das würde ich so nicht sagen, wir haben nur ein Problem in der Struktur. Wir müssen hin zu einer effizienten Armee, das heißt, schmale Kommanden, aber dafür bei der Truppe genug. Und was wir nicht haben, da gebe ich Ihnen recht, wir haben im Bereich der Miliz, nämlich bei jenen, die sozusagen das nebenberuflich machen und im Einsatzfall dann zu uns kommen, hier haben wir noch Fehlstellen. Also hier haben wir 50% in etwa Befüllungsgrad und da muss man dringend was tun. Jetzt hat es immer die Magazincovers gegeben, bedingt einsatzbereit. Operettenarmee, bedingt einsatzbereit. Wie ist denn das genau? Nein, sind wir bedingt einsatzbereit oder sind wir voll einsatzbereit? Wir sind einsatzbereit. Alles das, was wir abdecken müssen, das wird abgedeckt. Ja. Das ist selbstverständlich klar. Aber wir müssen in Bereichen der Personalkapazitäten schon auch sagen, wir haben mit 900 Mann im Inland und rund 900 Mann und Frauen im Ausland schon eine Kapazitätsgrenze erreicht, wo es immer schwieriger auch wird, das abzudecken. Aber jetzt nicht, weil wir schlecht ausgerüstet sind oder zu wenig Geld haben, sondern weil wir auch diese Personalkapazitäten brauchen. Deshalb auch mein Ansatz, Investition ins Personal, das wird weiter durchgeführt. Wir sparen keine Planstelle ein, wie in anderen Ressorts, die ja hier beinharte Sparvorgaben haben. Das heißt, Sie suchen Soldaten? Wir suchen Soldaten, wir brauchen das junge heißt, Menschen. Sie matchen sich mit dem Innenminister, ja, ob der Polizist oder Soldat wird? Wenn es war früher, war es immer so, da sind wir gern vom Bundesheer zur Polizei gegangen. Ja. Mittlerweile gibt es schon die ersten Polizisten, die bei uns sind. Das heißt, glauben wir sind, Sie? Nein, das ist so. Ja, wirklich? Ich habe erst am Freitag erst einen Unteroffizier kennengelernt, der ausgebildeter Polizist war und auch im Einsatz war, jetzt bei uns ist, in der Schwarzenberg-Kaserne, dort für den Wachdienst zuständig ist, der das mit Herz und Seele macht. Das heißt, wir sind ein attraktiver Dienstgeber, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir brauchen ein gutes Dienstrecht, wir brauchen entsprechende Bezahlung. Da gibt es noch Luft nach oben. Das alles wird in den nächsten Jahren organisiert werden. Das heißt, Minister der Soldaten ist Ihr Ziel, ne? Soll man den Super Mario irgendwann einmal nennen. Nein, ich hoffe, Minister der Soldaten. Nein, ich bin der Verteidigungsminister und zuständig dafür, dass Österreich sicher ist. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich Soldaten sehe und ich das Gefühl habe, sie akzeptieren mich, sie anerkennen auch das, was wir tun. Und das passiert über weite Strecken und das freut mich. Letzte Frage. Wir haben derzeit ein bisschen ein Tohuwabohu mit unseren Sicherheitsdiensten. Ja. Das BVT, da geht es drunter und drüber. Der Chef ist sozusagen freigestellt oder beurlaubt. Die Polizei kommt dann mit Masken hinein, Hausdurchsuchungen etc. etc. Ja. Sie haben ja auch so einen operetten Geheimdienst an der Hand, nämlich das Heeresnachrichtenamt. Geht es da auch drunter und drüber? Also Operettengeheimdienst würde ich das nicht nennen, sondern die arbeiten sehr effizient und gut, sind auch damit verantwortlich, dass wir ein Lagebild auch haben, dass wir wissen, was passiert im Ausland, aber auch im Inland. Und ich sage, die arbeiten sehr gut, die arbeiten auch auf einer sehr guten Basis, die sind auch sehr motiviert und ich kenne diese Mitarbeiter auch dort, also da braucht man sich keine Sorgen machen. Sollte man das nicht irgendwann einmal fusionieren, weil wie viele Geheimdienste braucht das Land? Also das ist eine Diskussion, die man führen kann, selbstverständlich, aber es gibt unterschiedliche Aufgaben, auch im Heeresbereich, wie gesagt, die einen, die für die Auslandsaufklärung zuständig sind, natürlich auch notwendig, um das Lagebild zu haben, was passiert überhaupt, und die anderen, die sozusagen der Werkschutz sind, ja, für unsere eigenen Einrichtungen, auch für die Soldaten, die eingesetzt sind, die auch notwendig sind, aber selbstverständlich alles, was an Vereinfachung und Strukturreform möglich ist, da bin ich jederzeit offen. Minister, größtes Ziel in den nächsten 100 Tagen? Was wollen Sie da durchbringen? Die Luftraumüberwachung auf neue Beine stellen. Ja, also mit oder ohne Eurofighter? Auf einer breiten Basis, aber vor allen Dingen eines, den Kurs weiter fortführen. Investieren, wertschätzend auftreten und wenn mir alles das gelingt, dann irgendwann einmal sagen zu können, wir haben das Bundesheer haben und Sie auch die Sicherheit vorangebracht. Haben Sie Budgets jetzt genug bekommen, weil ja das Gerücht war, dass Sie nachbessern wollen? Nein, ich habe immer gesagt, wir haben eine gute Basis. Das ist richtig, die haben wir. Ich habe mehr als das Ziel gehabt, nämlich um 180 Millionen für die nächsten 2 Jahre. Das ist viel Geld. Auf der anderen Seite sage ich schon auch, natürlich für große Beschaffungen, nur ist da ein Stichwort Hubschrauber-Nachbeschaffung, Alouette 3, steirisches Thema,
ein, die wir auch dringend brauchen, eben auch für die Katastrophenhilfe. Da spricht man gleich mal von 350 Millionen Euro. Das gilt es dann mit dem Finanzminister gemeinsam sicherzustellen. Und muss man jetzt nachbessern? Muss man nachbessern, um zum Beispiel den Katastrophenschutz sicherzustellen? Beim Regelbudget nein. Hier sind wir gut aufgestellt. Aber bei den großen Investitionen, die jetzt anstehen, wie die Alouette 3, die bis 2023 fliegt, wo wir aber jetzt beginnen müssen auszuschreiben, dann auch die Anschaffung durchführen, die Ausbildung, damit wir 23 einen neuen Hubschrauber haben. Da müssen wir also selbstverständlich. Sie wollen einen Sondertopf sozusagen. Da braucht man immer Sonderinvestitionen, weil das sind riesengroße Brocken, die aus dem Regelbudget auch meine Vorgänger nicht bedecken. Das heißt, der Super Mario kämpft jetzt für Helikopter? Auch. Wie viel sind das dann? Naja, ich hoffe, dass wir 23 Stück, so ist, glaube ich, der Plan der Experten. Aber wie gesagt, wichtig ist mir, einen tragfähigen Hubschrauber auch zu haben, den Black Hawk weiter auszubauen. Das sind alles Dinge, die wir auch im Katastropheneinsatz brauchen. Damit wir im Katastropheneinsatz, aber selbstverständlich auch für militärische Aufgaben. Wo wir Gott sei Dank seit Ihrem Amtsbeginn noch keinen wirklichen Einsatz gehabt haben. Ne? Na, selbstverständlich, immer wieder, Herr Fellner. Naja, ja, beim großen Katastropheneinsatz ist immer wieder bekannt. Also in meinem Amtsbeginn. Kitzbühel, beim Skirennen Amtsbeginn vielleicht. Meinen Sie jetzt. Ja. Amtsbeginn, das stimmt, aber die Zeit kommt ja erst. Ja. Aber in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass wir jedes Jahr, gerade auch im Sommer, Hochwasser, Stichwort, oft auch im Winter Lawinen, aber jetzt nur als Kleinigkeit, wenn am Kreisberg der Lift ausfällt bei minus 10 Grad und dort 150 Menschen umsitzen, mag das als Kleinigkeit gelten. Seilen Sie ab. Aber Herr Fellner, wenn wir zwar da umsitzen, sind wir auch froh, wenn der Hubschrauber kommt und uns da rausholt. Ja, wir holen Sie raus. Und wir sind für den Katastrophenfall voll einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit. Gut. Herr Minister, danke vielmals. Herr Fellner, Minister der Soldaten Mario Kunasek bei uns zu Gast. Das waren die ersten 100 Tage, die zweiten 100 folgen sogleich. Muss man dazu sagen, spannende Zeiten, spannende Eurofighter-Zeiten. Danke fürs Kommen und viel Erfolg in den nächsten 100 Tagen. Ja, danke, Minister. Herr Fellner. Danke. Wir gehen in eine kurze Werbepause, sind dann mit dem nächsten Gast gleich wieder zurück.